So, willkommen zurück bei The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Letztes Mal habe ich drüben die Folge beendet. Also ich habe sie nicht richtig beendet, sie war vorbei auf dem Friedhof und da habe ich die Aufnahmesession beendet. Aber da möchte ich gerade noch einmal hinlaufen, weil ich da noch eine Sache zu tun habe. Und ich halt noch ein paar andere Sachen vorhabe, die wir jetzt gleich eben machen müssen. Und zwar, unsere Quest ist ja jetzt, wir wollen erstmal hier nach zum Wasserschrein. Dafür werden wir die Wasserbomben brauchen. Problematisch ist aktuell leider nur, dass wir eben, naja, wir können halt aktuell nur eine Bombenart tragen. Und das lässt sich aktuell leider auch nicht ändern, da wir momentan an keine Bombentaschen rankommen. Weil die Bombentaschen, ich weiß, wo sich alle Bombentaschen, also es gibt noch zwei weitere Bombentaschen. Und ich weiß auch, wo die sich befinden. Problem ist halt nur, 50 Rubine, dass ich halt da momentan nicht nochmal hin kann. Das geht erst später dann im Spiel wieder. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen gedulden, die aktuellen Bomben alle ein bisschen verkaufen. Und dann halt eben, um später wieder normale Bomben zu kaufen oder eben nicht. Wir haben uns nochmal kurz eine goldene Ameise geholt. Ja. Und ich denke mal, sobald wir dann die anderen Bombentaschen haben, dann können wir uns auch halt die anderen Bomben halt so nebenbei holen. Was ich mir gerade so offscreen an sich überlegt habe, und zwar wollte ich etwas vorschlagen. Es gibt jetzt eine Sidequest, also heißt, die ganzen Goldinsekten und so weiter, aber gerade so bezüglich Herzteile und Items, an die man eben anders rankommt. Wo man halt ein wenig, oder allgemein so Sidequests, wo man ein wenig suchen muss. Ich hatte die Überlegung, dass ich diese Sidequests eben mehr oder weniger offscreen mache. Also nicht in einer normalen Folge. Also schon in einer normalen Folge, aber ich werde das halt das Ganze ganz normal aufnehmen, aber ich werde das Ganze dann so zusammenschneiden, weil ich will halt nicht irgendwie eine Folge haben, die, keine Ahnung, beispielsweise jetzt 25 Minuten lang ist, davon sind 20 Minuten lang von A nach B laufen und der Rest der Folge sind irgendwie halt einfach nur, keine Ahnung, so von wegen, ja, hier, ich habe das Herzteil da und so gefunden und sowas wie das hier, was ich gerade mache, dass ich eben sowas offscreen mache. Wir haben Herz an dieser Stelle gefunden, 1 von 5. Und ja, dass ich halt... Ach toll, jetzt hier die Einstellung wieder nicht übernommen mit den Dings inventieren hier, mit der Steuerung. Moment, ich schiebe ganz kurz um. Normal, zack. So. Ja, dass ich das halt wenn ich kurz davor bin, so oder halt auf dem Weg dahin bin, dass ich das ab dann immer so zusammenschneide von wegen, ja hier, da... oder halt eben zusammenschneide, wenn ich halt das finde. Das heißt, ich finde ein Goldinsekt, dann schneide ich zusammen, wie ich da kurz davor bin, das dann finde und dann geht's weiter. Und wenn ich zum Beispiel bei Herzteilen irgendwo vorher hin muss, dann schneide ich das halt so zusammen, dass ich den Weg für die Herzteile so halt habe und so weiter und so fort. Gut, okay, dann gehen wir jetzt erstmal Richtung Burns hier, weil der ja die Bomben für uns hat. Und damit können wir dann eben in den Unterwassertempel hinein, weil das weiß ich noch, dass wir die dafür brauchen. So, wir müssen erstmal hier unsere Bomben verkaufen. Die aktuellen, die wir haben. Hallo, willkommen im Schalter, wir handeln mit Bomben in zweiter Hand. Also, was Bomben? Lass mich in der Bombentasche sehen, damit ich schätzen kann. Also, für 23 Bomben gebe ich dir 34 Rubine. Ja, gut. Verkaufen. Gib mal her. So, und jetzt, muss ich mal normale Bomben kaufen. So, hier, sehen wir, Wasserbomben sind fertig. Du kannst unter Wasser benutzen. Ja, logisch, alles klar. So, gib mir nicht mehr her. Okay, wir haben hier vier Rubine, haben wir Gewinn gemacht. Okay. 5 für 3. Alter. So wie ich mich kenne, werde ich die zwischendurch verbrauchen. 15 für 90 Rubine, Junge. Ach komm, gib her. Gib einfach her. Was soll ich machen? Ich brauche die Bomben. Und ich werde ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie viele davon braucht, deswegen habe ich mir jetzt erstmal 15 geholt. Ach ja, gut, okay. Wir müssen erstmal Richtung Hyrule. Irgendwo ein Gräschen zum Epona holen, hallo? Ah, nee, schade. Okay. Wir gehen sowieso den Weg nach oben, also gehe ich erstmal da lang. Hier vielleicht ein Gräschen, dass ich Epona... Oh Mann, okay, schade. Ich bin momentan gerade ein wenig am Überlegen, woher ich nochmal ein gewisses Item kriege. Ich glaube, das kriegt man eigentlich relativ spät im Spiel, was eigentlich recht doof ist. Ich würde irgendwie, keine Ahnung, es ist sowas, wo ich dann, was ich tatsächlich am Anfang des Spiels gegeben hätte. Ja, aber gut, wir werden es sehen. Erstmal hier Epona holen. Hallöchen, Pferdchen.
Dann einmal da drauf. Einmal umparken. Und dann geht's los. Jetzt müssen wir uns einmal komplett über die halbe Karte rennen, damit wir eben... damit wir bei Dings ankommen. Im Hylia-See. Hä, hab ich das nicht letztes Mal aufgesammelt hier? Das... Na komm. Jetzt mal ehrlich, habe ich das nicht aufgesammelt? Ich habe doch 100% das letzte Mal aufgesammelt, oder? Bin ich doof? Kann doch nicht sein. Na komm. Was ich machen möchte, auf jeden Fall, wenn die schon bei mir sind, dann werde ich sie für den Moment versuchen einzufangen. Also, wenn ich sie nur in Entfernung höre, dann werde ich mich da nicht drum kümmern. Aber wenn ich dann, wie gesehen, schon die neben mir sind, die kleinen Insekten, dann schaue ich, dass ich auch direkt aufsammle. Na komm. So. Heuschrecke. Aber die habe ich doch schon abgegeben. Du hast ja gerade dieses Insekt gefangen. Das hier kannst du also wieder freilassen. Ach, die bleiben ja da. Oh, ich erinnere mich. Oh, wie eklig. Oder erinnere ich mich? Ist das neu? Dass die da bleiben? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh Mann. So, mal kurz absteigen hier. Weil den möchte ich gerne tot sehen, weil der mich sonst ein wenig nervt. Ey, hallo. Oh Mann, das macht ja nicht mal Fadenstoß. Na gut, okay. So, an das Ding komme ich natürlich ran, wenn ich einmal mal hier mein Boomerang einmal auflade. Sehr schön. Gespensterschrecke. Ich habe eigentlich auf die Heuschrecke gehofft, aber okay. Nun gut, okay. Dann geht's erstmal weiter. So. Ach ja. Wir können hier ja gar nicht durch. Und da kommen schon unsere Freunde auf uns zu. Ach Mann, das dauert doch, glaube ich, 100 Jahre, bis man diese Brücke wiederkriegt. Was eigentlich, wenn ich die anschieße mit dem Bogen? Sterben die eigentlich? Da ist einer tot. Und der andere wird die wahrscheinlich wiederbeleben. Ich will es mal gerade zum Testen. Weil ich es null in Erinnerung habe. Ja, natürlich. Okay. Gut, dann, ne? Gehen wir ein bisschen anderen Weg. Nächster hier, der ist hier im Baum, den nehme ich dann dieser Stelle einfach mal mit, wenn ich schon hier dabei bin. Sehr schön, dann hast du einen Käfer. So, Nummer 1. Wenn ich schon, ich meine, wenn ich schon da vorbeireite, kann ich das eigentlich auch mitnehmen, ne? Moment, hier war noch einer, den kann ich direkt auch mal wieder mitnehmen. So. Zack, komm her. Nein? Hä? Warum ist nur in der Wand? Okay. Und die Gottesanbeterin in weiblich. Sehr schön. Okay. Ja, Epona, ich weiß, dass hier Schleim ist. Brauchst keine Angst haben, es ist nur Schleim. So Angst, so wirklich Angst machen brauchen wir jetzt nicht. Ist sowieso nur roter Schleim. Wow. Also manchmal, die Steuerung in diesem Spiel ist echt, also ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich mich darüber schon beschwert habe, aber die ist halt echt nicht so geil manchmal, ne? Was ist, wenn man Epona reitet. Ah. Gut, ich habe jetzt mal gerade keinen Schnitt gemacht, weil hier ist direkt das nächste, was wir noch mitnehmen. Ich glaube, das ist schon die männliche davon. Einmal bitte zu mir. So. Und, nee, Gott, das ist ein bisschen männlich. Sehr schön. Okay, dann haben wir die beiden schon mal als Paar. Merken wir uns einfach. Wir können die ja bei Gelegenheit wieder abgeben, aber, ja. Eigentlich wollte ich nur so weit hier hin, wo ich jetzt bin. Hi, weil wir über ihn hier... kommen wir runter in den Hylia-See, wo wir halt hin müssen. Und ja, so. Okay. So, Hallöchen, lieber... der Typ ist echt, ja. Hallo, reinspaziert. Willkommen in Dumms Hühnerflugstation.
Bist du bereit für den Irrenflug mit verrückten Hühnern, voller Abenteuer und Boni? Es gibt nichts Besseres. Wie wär's, mein großer Freund? Also dann, einmal die Schatzinsel kostet dich 20 Rubine. Wie wär's? Ach komm, gib her. Vielen Dank, das schreibt den Huhn, dass du dir am besten gefällt und fliege zur Schatzinsel. Ey, der Typ ist so... Nee. Ja, komm her, ich nehme das Braune. So, ja. Ich werde einfach mal sagen, ich werde gar nicht irgendwie versuchen, also doch, ich werde hier versuchen, einmal kurz die ganzen Rubine einzusammeln. Und werde dann versuchen, so gut es geht, oben drauf auf der Plattform zu landen. Ich will gar nicht wissen, wie ich damals, wie oft ich das versucht habe. Ja. Und ich weiß ganz genau, man kann halt nicht über sich selber drüber gucken. Das macht das Minispiel halt so schwer. Weil sonst ist es halt einfach, man kann halt nicht über sich drüber gucken. Man muss halt relativ lange im Kreis jetzt fliegen, damit man halt eben die Höhe erreicht, damit man sich sicher sein kann, dass man da halt auch drauf landet. Aber ich glaube, ich habe es jetzt schon verkackt. Ja, ich habe es jetzt schon verkackt. Weil er sich einfach nicht umgedreht hat. Mann! Das Minispiel ist echt nicht cool. Ja, man muss halt einmal oben drauf landen, da hat man halt alles, was man braucht. Okay. Theoretisch könnte ich es nochmal versuchen, aber ganz ehrlich, nee. Ich will ehrlich sein, ich gehe nochmal ganz da drüben in den Dings rein. In den, wie heißt er denn? In die Quelle. Damit ich mein Leben nochmal ganz kurz auffüllen kann. Und vielleicht kann ich da ja schon irgendwas mit Wasserbomben sprengen. Wobei ich das erstmal nicht zwingend machen möchte, weil ich die wahrscheinlich noch hier für Dings brauchen werde. Für den Tempel. Ich heb mir die lieber erstmal auf. So, einmal ganz kurz hier rein, damit ich mir das halbe Herz auffüllen kann, weil wir sind immer noch im Heldenmodus. Wir finden keine Herzen. Und da gehe ich lieber auf Nummer sicher, obwohl ich halt auch Sachen dabei habe dafür, aber... Nun gut. Können wir auch an die Kiste heran, die wir letztes Mal nicht mitgenommen haben. So, weil wir ja nicht unter Wasser atmen konnten. Was haben wir jetzt? 10 Rubine, 20 Rubine? 10 Rubine. Okay. Sonst noch irgendwas hier, was wir vielleicht brauchen können? Ah, sieht nicht so aus. Okay. Und einfach mal wieder raus hier. Sonst brauchen wir nämlich nichts weiter. Okay. Es ist übrigens relativ interessant, so mal, wie ich hier aufnehme. Ich habe ja meinen Hauptmonitor hier. Links habe ich ja halt meine Elgato-Software, womit ich hier aufnehme. Und es ist immer lustig, immer das, was ich gerade mache, halt nochmal verzögert links auf dem Monitor zu sehen. Ist ganz praktisch, wenn man irgendwie Texte lesen will, wenn man sich irgendwie nicht hinterherkommt bei irgendwas, weil dann kann man das auf einem anderen Monitor nochmal lesen. Das ist cool. Und wer sich erinnert, hier unten waren wir schon einmal drin, nur da war das Ganze eben hier ein wenig ausgetrocknet. Oder halt ausgetrocknet her. Da war halt, glaube ich, nur hier, wo wir jetzt gerade runterschwimmen, Wasser drin. So, da sind noch ein paar Zoras unten schon. Und zwar wollen wir eine Wasserbombe dort platzieren, wo da eine Strömung ist. Weil diese Strömung unsere Wasserbombe nach oben schleudern wird und uns somit halt den Gang öffnen wird. Was hast du denn zu sagen? Hi. Jenseits dieses Felsen befindet sich das für uns geheiligte Land. Früher nannte man diesen Ort den Sora-Schrein. Aber jetzt sind finstere Wesen hier eingefallen und haben ihn in einen Hort des Bösen verwandelt. Wir können nichts anderes tun, als den Eingang mit unseren Felsen zu versperren und sie im Inneren einzuschließen. Ja, ich mach da mal wieder auf, ne, Bro? Fängst du nochmal auch an zu strömen, oder? Ah, ich muss das erst einmal aufsprengen, na super. Also brauchen wir mindestens 2 Bomben dafür. Dein Ernst? Reicht das jetzt, um das aufzusprengen? Geht doch, sehr schön. Das wollte ich. Ich glaube, die Zoras hast... Mann, ich wollte keine Dings werfen, keine Bombe. Ich glaube, die hassen mich jetzt. Mal sehen, ob der was anderes sagt. Hallo? Ich will doch mal kurz mit dir reden, bitte. Hallo? Der Schrein dort... Nee, du willst doch wohl... Doch will ich. Ich will da rein. Hast du richtig verstanden. Tschüss! Okay. Der liebe Schrein. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein, damit wir uns nicht von diesen Spitzenteilen Korallen da treffen lassen, weil... Ja, Schaden jetzt noch zu kassieren, bevor ich den Landschirm erreicht habe, wäre nicht so meins. Vor allem nicht von diesen scheiß... Dingern, die man, glaube ich, nicht töten kann. Zum Glück können wir unter Wasser unser Ding verwenden. Unser Schwert.
Jetzt einmal vorsichtig sein. Ich werde mal meine Bomben kurz weglegen, damit ich die nicht weiterhin irgendwie aus Versehen benutze, wenn ich sie nicht benutzen möchte. Ah, okay, Moment, Moment. Ich möchte daran bitte vorbei und nicht getroffen werden. Okay, Nummer 1 haben wir geschafft. Nummer 2 haben wir auch jeden Moment geschafft. Super, okay. Der Seeschrein. Und natürlich ist erstmal direkt so ein scheiß Schleim neben uns, ne? Ist ja nicht wahr. Alles klar. Ich wollte nur eine Sprungattacke machen. Ich hasse diese Schleime, weil die einfach... Ich werde immer von denen getroffen, egal was passiert. Und ich weiß, dass ich meine Flasche damit füllen kann, aber mit dem lila Schleim weiß ich gerade... Ich glaube, der blaue Schleim war der perfekte, war dieser super gute Schleim. Ich würde mal sagen, ich trinke mal ganz kurz meinen Schleim, weil ich den halt hiermit direkt wieder auffüllen kann. Wenn ich, ich meine, dann ist halt ein gratis Herz so gesehen, ne? So, rote Schleimgelee. Einmal hier bitte die Kiste öffnen. Dankeschön. Wow. Okay, immerhin kriege ich was so, wow, warum kaufen wir eigentlich? Ach, Mann. Spiel will mich permanent bomben. Gut, da haben wir noch eine kleine Kiste. Ich werde die jetzt mal nicht öffnen, nicht, dass da jetzt nochmal Bomben drin sind. Ich muss ehrlich sagen, ich fand das extrem gut in was war das? Wie hieß es, das Spiel? In Skyward Sword war es, soweit ich weiß, so, dass wenn zum Beispiel der Geldbeutel voll war, man das Geld zum Beispiel zurück in die Kiste gelegt hat. Genau das gleiche mit Bomben etc. Und das ist in diesem Spiel zum Beispiel nicht der Fall. Okay, vorsichtig mit Stalagniten. Hallo, Midna. Ah, das war gefährlich. Schätze, du sollst zuerst die Stalaktiten. Hä, ja, sind das Stalagniten oder nicht? Egal. Stalaktiten runterholen, die da oben an der Decke hängen. Die sehen vielleicht locker aus. Und wenn du mit nur. Was? Wenn du dir ein kleines bisschen anschüttest, kommen die bestimmt sofort runter. Also, ich weiß, dass man da Bombenpfeile für nutzen kann. Ob das auch anders geht, weiß ich gerade nicht. Ob ich einfach gegen die Wand rennen kann. Für den habe ich... Lol. Das war gerade extremes Glück, dass ich in dem Moment da mein Schild raus hatte. Weil die Viecher zum Beispiel könnten wir jetzt mit diesem Rumhieb können wir die töten. So, weg mit dir. Sehr gut. Später können wir die auch noch anders töten, aber... So. Und. Ich möchte gerne. Na? Und weg mit dir. Sehr gut. Jetzt kriegen wir auch die kleine Maske von ihm. Kann ich da einfach gegen wollen? Also hier gegen die Wand und dann fällt das runter? Ne, natürlich nicht. Kann ich irgendwie da anders gegenschießen? Reicht da so? Ich will nicht zwingend Bombenpfeile dafür nutzen. Ging das nicht anders? Ich habe noch eine andere Idee sonst, ansonsten. Eventuell. Eventuell auch nicht. Na gut, dann einmal bitte Bomben. Bombenpfeile, so mit den... Ich hasse mein Leben. Okay. Sind das alle, die ich brauche? Ich wollte eigentlich den Dings natürlich nicht trinken. Ich habe das so oft in manchen Spielen, dass ich einfach mich komplett vertippe. Weil ich so noch nicht komplett 100% in die Steuerung gewöhnt bin. Und dann nehme ich halt irgendwelche Tränke, die ich gar nicht nehmen will. Naja, komm. Ich weiß, dass in diesem Tempel relativ viele Schleime vorkommen. Und ich somit eigentlich an wieder rote Tränke kommen sollte. Also mal nicht zu voreilig werden. Oder hätte da vielleicht ein normaler Pfeil gereicht? Oder... Ich probiere jetzt mal ganz aus, ob ein normaler Pfeil gereicht hätte. Wir haben ja ihn hier noch. Nein, okay. Gut zu wissen. Warum hebe ich das eigentlich auf, immer wenn ich so... Oh Mann. Na egal. Ich wollte einfach sagen, ich hätte auch noch den letzten runterschießen können. Ich hebe die aber immer zu früh auf. Mann.
Ach, ich erinnere mich an den Tempel. Warum ist eigentlich jeder Wassertempel in diesem Spiel so in jeder Wassertempel, in jedem Zelda so unglaublich scheiße? Ohne Witz. Ich sehe diesen Wassertempel schon mit der Art und Weise hier. Und er triggert mich jetzt schon. Ich hasse den jetzt schon, ey. Ach Mann, ich erinnere mich. Ach nee. Aber was ich cool finde, dass die Wassertempel hier auch... Ah ja, ich erinnere mich. Ich hasse diesen Tempel. Oh, das... Guck mal, hallo, wer der ist. Hi. Tante. Ich komme noch nicht zu dir hin, tut mir leid. Okay, wir haben hier erstmal ihn hier. Da können wir direkt mal dran springen. Ja, der... Ich erinnere mich. Der erinnert mich extrem an den Wassertempel aus... Ocarina of Time. Der war sehr ähnlich aufgebaut. Ich glaube, der hatte sogar dasselbe System, wenn ich mich nicht irre. Wir werden es gleich sehen. Ich würde gerne mal da dran springen. Reicht das nicht? Gut, dann springe ich einfach von der Seite dran. Hallo. Einmal bitte hier rückwärts. Einmal auf den Rand. Auf den Rand, Link, bitte. Ich kann nicht auf den Rand. Darf ich da noch nicht dran? Der guckt irgendwie da hoch. Was ist denn da oben? Hallo? Hä? Er guckt hier so hoch. Er guckt eigentlich immer irgendwo dahin, wo irgendwas ist. Ich weiß halt nicht, wie komme ich nochmal in die Ich-Perspektive. Nein, mit einer wollte ich nicht. In so großen Schreiben wie diesen einen einzelnen kleinen Schlüssel zu finden, wird sicher auch nicht einfach. Ich bin einfach gefallen, verlauf dir nicht, ja. Warum schaust du denn so dämlich da hoch? Meinst du einfach nur den Dings hier? Ach komm, an den Hebel komme ich gerade noch nicht ran. Oder ich bin einfach nur zu schlecht dafür. Nee, ich komme einfach noch nicht ran. Ich glaube, man kann die Treppe bedrehen. Wenn ich mich nicht irre. Okay, da ist schon mal eine Tür, wo wir durch können. Und weg mit dir. Okay, 4 Schläge brauche ich für dich. Deswegen habe ich gerade relativ langsam geschlagen. Ich wollte das gerade erstmal testen. Hier können wir schon mal durch. Und da können wir dann Wasser herholen. Die Tür kann ich nicht einfach aufmachen, ne? Nee. Da brauche ich dann ein... da muss der Wasserstrom dann dafür da sein. Nee, das ist... Ja, das dreht sich dann und dann kann ich da durch. Ach, Mann. Okay, da sehe ich schon mal einen kleinen... einen Hebel, mit welchem ich glaube ich... die Dings drehen können sollte. Wer, ihr seid Bomben. Pfeile. Ah, immerhin. Ich glaube, ich öffne jetzt erstmal in diesem Dungeon keine Kiste mehr. Sofern ich nicht weiß, was da drin ist. Ja, es dreht sich. Okay, 180 Grad gerade. So komme ich auf die andere Seite. Sollte ich auch... Wow. Sollte ich auch... Ich hasse es. Sollte ich eigentlich auch Tante bekommen, soweit ich weiß. Also, würde für mich Sinn ergeben, dass sie jetzt hier auf der einen Seite irgendwie rumlungert. Mann! Scheiß Viecher! Tante, hi. Na? Puh, endlich draußen. Ach, der Ding kommt auf dem Neulich schon. Ja. Wie kommst du eigentlich immer in diese scheiß Dungeon? Jetzt mal ehrlich. Ich verstehe das nicht. Wie kommt die hier immer rein? Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Und dann auf die andere Seite. Da ist nämlich auch noch eine Tür. Ah. Hier können wir auch nicht durch. Willst du verarschen? Okay, dann gibt es wohl noch eine dritte Tür. Ach Mann. Unten umgeguckt habe ich mich soweit, ja. Hä? Bin ich doof? Dreht sich das dann hierher und ich komme. Ich hasse den Wassertempel jetzt schon, Leute.
Ohne Witz, ich hasse den Tempel jetzt schon so sehr. Ich bin jetzt schon halbwegs verwirrt. Ist das der Eingang?